Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mausakrobat und habe für euch heute ein neues Video dabei. Wir sitzen diesmal im CDC und in meinem Stream wird der CDC sehr, sehr häufig nachgefragt. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, das kann ja nicht schaden, wenn ich so eine Runde auch mal direkt auf YouTube hochstelle. Wir haben hier ein besonders schönes Matchup, sind Top-Tier in einem Achtergefecht. Auf der Gegenseite vielleicht ein bisschen stärkere Panzerung. Auf der anderen Seite haben wir auch ein IS-3-Platoon. Worauf es mir bei diesem Replay ankommt, ist eine Geschichte. Viele schreiben immer, wenn sie meine Replays sehen oder meine Videos, hey, ich wünschte mir, ich hätte auch mal so ein Gegnerteam. Und vieles davon ist eigentlich gar nicht einfach. Und die Runde, die ihr jetzt seht, die habe ich in allen Tierstufen, das könnt ihr auch wirklich in allen Tierstufen so spielen, relativ häufig. Ich habe das auch schon in meinem Kartenkunde-Video angesprochen, aber trotzdem sehe ich halt das regelmäßig, dass die Mediums vor allem hier die Südflanke bespielen. Und in meinem Kartenkunde-Video habe ich darauf ausdrücklich hingewiesen, dass in meinen Augen, aber das ist meine ganz persönliche Meinung, das Gefecht im Norden entschieden wird. Und gerade jetzt vor dem Hintergrund, dass das Gegnerteam 4 Achter Heavys hat, dazu noch ein T26E4, der sich auch wie ein Heavy spielt, dann noch ein 7er Heavy mit dem IS, noch ein OI, also relativ viele Heavys im Gegnerteam, und mit dem CDC seid ihr so ultramobil, und ich würde hier auch im 10er Gefecht mit einem SCB-1, mit einem Centurion, mit einem Leopard, also ich würde hier auch im 6er Gefecht mit einem Rudi hochfahren, also es gibt so viele Panzer, mit denen ich hier hinfahren würde. Ich mache jetzt noch mal ganz kurz Pause, um meine Gedanken auszuführen, weil, wie gesagt, es ist meistens, hängt es nicht daran, schlechte Gegnerteams gibt es mehr als genug auf dem EU und EU2 Server. Es geht nur darum, dass ihr euren Panzer in die richtige Position bringt. Was kann der CDC? Der CDC hat 10 Grad Gun Depression, der CDC hat eine nicht so genaue Kanone, ist jetzt jedenfalls keine Sniper-Kanone. Also wollt ihr eure 10 Grad Gun Depression so gut es geht ausnutzen. Ihr wollt vor allem dafür sorgen, dass ihr sehr, sehr viel feuern könnt und das Ganze auf nicht so große Entfernung. Auf der anderen Seite hat der CDC Entschuldigung, keine nennenswerte Panzerung. Das bedeutet für euch, was habt ihr hier im Süden für einen Auftrag, beziehungsweise wie könntet ihr hier im Süden die Stärken eures Panzers einsetzen? In meinen Augen gar nicht, weil es sehr, sehr häufig, und das hatte ich ja, wie gesagt, auch im Kartenkunde-Video angesprochen, hier dann zu einer Patz-Situation kommt. Die Gegner wollen nicht wirklich angreifen hier über diese freie Pläne. Die eigenen Mitspieler bewegen sich meistens nicht weiter als maximal dieses Zentrum hier, dieser kleine Hügel. Wenn ihr aber die Möglichkeit habt, mit einem CDC hier hochzufahren und die Heavys sich hier gegenseitig behaken, zum Beispiel dieses IS-3-Platoon macht das hervorragend, bewegt sich hier über die C1, B2 Position und verwickelt hier die Heavys in den Fight. Und das habt ihr ganz, ganz häufig in jeder Tierstufe, und da seid ihr gut beraten daran, wenn ihr euren CDC hier hochfahrt, da wo jetzt der Jagdpanzer 4 steht. Das ist meiner Meinung nach nicht die beste Position für den Jagdpanzer 4, aber hey, das steht auf dem anderen Blatt. Scorpion würde ich jetzt vielleicht auch nicht ganz so aggressiv da hochpieken, hat auch schon einen Schuss gefressen, aber der CDC ist wie gemacht dafür. Und ganz, ganz wichtig ist es, am Anfang erstmal den rückwärtigen Bereich, nicht sofort auf die Heavys losstürmen, drauf losballern, auch wenn man das gerne würde, weil es sich anbietet. Wichtig ist erstmal, versucht mal ganz kurz den hinteren Bereich zu spotten, ob ihr da was seht, zum Beispiel wie den Udes, den wir jetzt gespottet haben. Gott sei Dank haben wir ihn rechtzeitig gespottet, weil der tut da oben natürlich weh. Wichtig ist, dass ihr dann in dem Moment erstmal die TDs unter Feuer nehmt, und wenn ihr euch dann einigermaßen sicher seid, dass die TDs weg sind, dann könnt ihr anfangen, auf den Gegnern rumzuhacken. Und jetzt beginnt quasi das, was dann der ein oder andere Zuschauer sagt, so, ja, ich wünschte mir auch mal so ein Gegnerteam. Aber wenn ihr jetzt mal ganz ehrlich seid, was sollen die gegnerischen Heavys machen? Unser IS-3-Platoon macht das hervorragend, pusht da rum, der FCM ist auch sehr aggressiv auf der linken Seite. Also die Heavys können sich nur für eine Seite entscheiden. Der Löwe hat jetzt gesagt, okay, ich gebe dem CDC mal einen mit. Aber der CDC hat so eine krasse DPM, 10 Grad Gun Depression. Also ich muss hier nur ganz, ganz wenig Silhouette von mir zeigen und kann hier entspannt die gegnerischen Heavys abfarmen. Man darf das hier nicht übertreiben, also von dem T-34 möchte ich kein Brett fangen, jetzt hat der IS-3 hier rechts versucht auf mich zu schießen, auch das müsst ihr mit einkalkulieren, aber wenn wir uns das Ganze jetzt hier mal angucken, der IS-3 und der OI vielleicht meiner Meinung nach viel, viel zu aggressiv, aber der IS-3 kassiert schon vom TVP und vom T-34 hier Flankenschüsse, vor uns steht auch noch der Skorpion, also auch hier ist maximale Verwirrung und die gegnerischen Heavys wissen überhaupt nicht, wo sie ihre Türme hindrehen sollen, und da seid ihr dann auch wieder gut beraten, farmt die Jungs einfach ab in dem Moment, wo sie sich nicht auf euch konzentrieren, wo sie mit anderen Dingen beschäftigt sind, und ich gebe euch Brief und Siegel,
Das ist jetzt hier kein Ausnahmegefecht, sondern wenn ihr mit einem Medium hier in diese Position, gerade mit einem sehr Gun-Depression starken Panzer, der dann auch noch die Mobilität vom CDC hat, dann ist das quasi ein Heimspiel und ihr müsst schon sehr, sehr viel falsch machen, dass ihr hier nicht mit einer ganzen Menge Schaden rausgeht. Ich lasse das jetzt direkt weiterlaufen. Der ist tot, MT-25 wäre noch ein One-Shot, den können wir mitnehmen. IS-3 steht da jetzt auch noch, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber auch die hat jetzt natürlich mehr Angst, oder der Spieler im IS-3 hat natürlich mehr Angst vor dem Skorpion. Und das sind Situationen, nutzt die einfach schamlos aus. T-34 wollte ich jetzt nicht pieken, weil er in meine Richtung geguckt hat. Schieß dich lieber da hinten auf den IS-3, der zwei Mediums vor sich hat, die ihn perfekt ablenken. Und das gibt mir auch wieder die Möglichkeit, nach rechts zu flankieren. Und ich denke, dieses Replay zeigt nicht nur die Stärke vom CDC, sondern zeigt auch in ganz besonderem Maße die Stärke dieser Position, wenn ihr denn zur richtigen Zeit am richtigen Ort seid. Jetzt haben wir da hinten noch einen Super Pershing, der ist getrackt. Ich kann ihn hier jetzt sauber in die Seite schießen, kann ihn vielleicht so sogar getrackt halten. Auch er weiß jetzt gar nicht, wie ihm geschieht, und da ist der Super Pershing auch schon weg. Also wenn ihr euren Heavys oben als Medium im Norden helft, dann könnt ihr in der Regel richtig geile Spiele haben. Das Einzige, was natürlich euch bremsen kann, ist natürlich die Situation, wenn es zu viel Arti gibt. Die schießt dann auch ganz gerne auf euch. Oder wenn ihr es übertreibt, wenn ihr zu gierig werdet, dann kann das auch sehr, sehr häufig passieren, dass ihr übermannt werdet. Die dritte Sache, wo ihr darauf achten müsst, ist, wenn es zu viele TDs gibt, die stehen dann natürlich alle hinten. Da kann man auch in vielen Situationen nicht so schön pieken. Aber wenn man dann so ein Setup hat wie hier, wo viele Heavys unterwegs sind, das hat man ja auch ganz gerne mal, dann könnt ihr diese Position hervorragend bespielen. Das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist, bringt den CDC in die richtige Position. Seid nicht blöd und fahrt in den Süden, sondern macht oben mit eurem Team richtig Bambule, unterstützt eure Heavys und sorgt dafür, dass die Gegner einfach gar keine Zeit dafür haben, sich auf euch zu konzentrieren. Und dann, ihr seht selber, im Süden ist nicht wirklich viel passiert. Da war so ein bisschen Stillstand. Die zwei Lights, die wir da hatten, haben schon gereicht dafür, dass das gegnerische Team da ins Stocken gekommen ist. Cromwell und VK36 wollten, und der Leo auch, wollten nicht weiter angreifen. Die könnt ihr jetzt hier zum Schluss dann richtig schön abfarmen. Das Schöne ist natürlich auch, wenn ihr merkt, okay, scheiße, das Gegnerteam macht Cap-Druck. Das gibt es ja dann auch, ne, dass hier die ganzen Mediums durchjodeln und ihr feststellt, okay, die machen hier Cap-Druck. Ihr kämpft immer von oben nach unten. Und das ist natürlich gerade in einem Panzer wie dem CDC oder auch in allen anderen Mediums immer eine ganz, ganz angenehme Situation, weil ihr quasi eure Gun-Depression natürlich auch dann in südliche Richtung ausspielen könnt. Wenn zum Beispiel hier relativ viele Panzer langgefahren sind, könnt ihr hier diese Position spielen, könnt mit eurer Gun-Depression nach hier arbeiten. In der Regel schaffen die das hier nicht, wenn sie nicht mit drei Mann hinterm Haus im Cap stehen, so doll Cap-Druck aufzubauen, dass ihr hier sofort ohne Wenn und Aber durchpushen müsst. Und selbst wenn das der Fall ist, gut, dann müsst ihr euch fürs Team einsetzen. Ansonsten habt ihr, wie gesagt, hier im Norden immer den Luxus, dass ihr meistens von oben nach unten kämpft. Sei es hier in dieser Position nach da, nach Norden, oder sei es dann, wenn ihr zurück müsst zum Cap, dann kämpft ihr auch nach unten. Also das meiner Meinung nach hier die Stärke. Wer das Ganze noch ein bisschen intensiver besprochen haben will, dem, wie gesagt, dem kann ich nur meinen Kartenkunde-Video ans Herz legen. Ich hoffe, ihr habt gesehen, was der CDC kann, und ich hoffe, jetzt kommt nicht wieder dieses, solche Gegnerteams wünsche ich mir auch, weil, wie gesagt, es gibt so viele, und bei euer Replay, meiner Analyse, sehe ich das auch so häufig, es gibt so viele Situationen, wo der Spieler einfach gnadenlos das Gegnerteam abfarmen könnte, aber er tut es einfach nicht, weil er den Panzer nicht optimal einsetzt und nicht dahin bringt, wo der Schaden in Mass zur Verfügung steht. Ich würde sagen, wir schauen ganz kurz auf die Postgame-Stats. Ja, das Ganze war eine Panzerass-Runde. 129.000 Credits haben wir bekommen, 4.423 Erfahrungen aufgrund des Tagessieges. Wir haben die Unterstützermedaille bekommen, wir haben Großkaliber bekommen und wir haben die Tank-Sniper-Medaille bekommen. Also drei schöne Medaillen zum Mitnehmen. Schauen wir mal ganz kurz auf die Teamscore. 4.154 Schaden, 4 Kills, 1.404 Basiserfahrung. Also ich denke, eine recht sportliche Runde mit dem CDC hier als Top-Tier. Und wir haben vor allem im Prinzip die ganze Zeit unsere Kanone arbeiten lassen. Wir waren da, wo der Schaden zu Hause ist, und wir haben auch dafür gesorgt, dass die Kampfentfernungen nicht zu groß werden. Schauen wir ganz kurz auf den detaillierten Report. Wir haben 23 Mal geschossen, 20 Mal getroffen, davon immerhin 19 Mal penetriert. 1699 Schaden, davon noch auf einer Entfernung von über 300 Meter. Wir haben zusätzlich noch 1656 Unterstützungsschaden bekommen. Die Runde hat 4 Minuten gedauert, und ich weiß, ich habe jetzt schon eine ganze Menge gequatscht. Mir ist es aber wichtig, dass es bei euch ankommt, dass diese
Runden nicht irgendwie ein glücklicher Zufall, sondern dass es einfach in vielerlei Hinsicht daran liegt, die Stärke eures Panzers da einzusetzen auf der Karte, wo es Sinn macht. Und das ist in meinen Augen der Norden. Deswegen habe ich da jetzt so lange drauf rumgeritten. Ich hoffe, das hat euch weitergeholfen. Wir haben hier zusätzlich auch noch 100.000 Credits plus gemacht in 4 Minuten. Besser geht's gar nicht. Wenn es euch gefallen hat, wenn es euch weitergeholfen hat, würde ich mich riesig über ein Like freuen. Ich freue mich nach wie vor riesig über jeden neuen Abonnenten, der den Weg zu meinem Kanal findet. Und ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.